Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir zocken zusammen heute Dark Sword Battle Eternity. Das Game erscheint am 29. Juni im Pico Store und wird 24,99 € kosten. Ja, wir haben hier ein Kampfgame, wo wir Schwerter und einen Bogen benutzen können. Wir können diese Sachen immer upgraden. Wir haben verschiedene Arenen, die wir freischalten müssen. Ich habe ein bisschen reingespielt, habe ein paar Waffen auch abgegradet. Das zeige ich euch gleich da gerne mal. Aktuell gibt es jetzt hier nur einen Modus, wo man ja Wellen von Gegnern besiegen muss und wird dann halt immer besser, weil wir Loot einsammeln. Wir können die Waffen dann upgraden. Diese kleinen Kerle hier, die kann man sich während des Kampfes freischalten. Und da gibt es dann Kämpfer, Bogenkämpfer, Axtkämpfer. Und ich glaube, der kleine Kerl gibt uns Lebensenergie während des Kampfes wieder. Zeige ich euch gleich aber alles im Game. Ja, wir haben hier noch einen Koop-Modus. Ich zeige euch aber den Singleplayer-Modus. Es wird später einen Modus Field geben. Ich weiß nicht, wie der aussehen wird. Und auch noch ein PvP, das heißt Player gegen Player. Und das ist natürlich auch ganz cool, wenn es sowas dann gibt. Ja, wir haben Sachen, die wir immer wieder einsammeln, wenn wir ins Game gehen. Ich zeige euch jetzt mal das Inventar. So, das sind unsere ausgewählten Sachen, die ich schon abgegradet habe auf Level 8. Das macht man an dieser Schmiede. Hier sind die Sachen, die wir gesammelt haben. Man kann die verkaufen, man kann die einfach verbessern, wie man auch will. Hier sehen wir Dual Blade auf Level 2 oder ne, Required Level 2 und Schaden 85. Das hat hier 68, ein Novize Blade oder Schwert. Hier haben wir einen Trainingsbogen. Die sind ziemlich schwach, von daher sollte man die eigentlich verkaufen. Und ja, wir haben diesen Oracle Bow auf Level 8 schon abgegradet, das ist ganz gut. Wenn ich hier Auto-Equip mache, werden automatisch die besten Waffen hier reingelegt. Ist auch gar nicht so schlecht. Wir können Materialien sammeln, dafür können wir auch Waffen craften. Und ja, das zeige ich euch jetzt hier mal ganz kurz. Hier ist die nette leicht bekleidete Mila. Hi Mila. Hat so ein bisschen was von Lara Croft. Und ich weiß gar nicht mehr, wie diese Kampfspiele hießen von früher. Die sahen dann ähnlich aus, diese Mädels. So, wir gehen jetzt einfach mal auf Upgrade. Wir sammeln natürlich auch Geld. Und mit diesem Geld können wir dann die Waffen upgraden. Die nächste Upgrade-Stufe für diesen Bogen kostet 2300 Goldstücke. Und ich würde sagen, machen wir einfach mal eine Stufe höher und dann schlägt man hier einfach so lange drauf, bis der Bogen ein Upgrade bekommen hat. Fürs Schwert haben wir kein Geld mehr, deshalb müssen wir jetzt erstmal in den Kampf rein. Wir können aber, wenn wir gar keine Waffen mehr haben, können wir auch eigene Waffen craften, die wir schon gefunden haben. Die sind natürlich, wie wir sehen, sehr, sehr gut, diese Waffen. Aber die sind noch nicht freigeschaltet. Also wir müssen uns die wirklich erst verdienen. Dafür brauchen wir dann aber auch Geld und so weiter und so fort. Also ich finde diese Games geil, wenn man wirklich sich Waffen craften kann, hochleveln kann und dann merkt, okay, ich habe wirklich einen Unterschied, ich bin jetzt besser. Und das hat man nicht bei jedem Spiel. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal ins Game rein, spielen mal einen Challenge Mode. Ich zeige euch jetzt erstmal den normalen und dann gehen wir in den Challenge Mode rein. Man startet immer ganz unten, fährt dann hoch und oben beginnt dann der Endboss, den habe ich nicht besiegen können. This is just the first step. Many steps you must take. So, wenn man die rechte Grip-Taste hält, erhält man den Bogen. Rechte Grip-Taste ist Schwert, linke war der Bogen. So, ich hoffe, jetzt habe ich es richtig erklärt. Also wenn... Hier haben wir jetzt ein bisschen Upgrade. Ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz. Also, rechte Grip-Taste, haben wir hier das Schwert. Lassen wir los, es ist alles weg. Und linke Grip-Taste haben wir den Bogen. Mit Trigger legen wir einen Pfeil auf. Und das ist es eigentlich. Wir sehen unten unsere Energieanzeige, die Waffen und was wir schon an Verbesserungen gesammelt haben. Das sind die Verbesserungen, die wir sammeln können.
Also hier 20% mehr Lebensenergie. Force of Luck increased item drop rate um 1%. Das heißt, es fallen mehrere Sachen runter. Frozen Arrow, den nehme ich. Ich spiele aktuell am liebsten mit dem Bogen. Deshalb den Bogen aufleveln ist sehr gut. Da hat man eine kleine Chance, dass die Gegner einfrieren. Jetzt sehen wir auch hier so ein bisschen ein Eissymbol. Habt ihr gesehen, der war kurz eingefroren. So, wenn die zu nahe kommen, können wir auch das Schwert holen und... So, da müssen wir mal zum... Also wir können hier in Ruhe looten und dann können wir weiter ins nächste Level gehen. Wir können mit dem rechten Thumbstick auch uns vordashen, also teleportieren ein Stück. Und ich will das unbedingt auch im Koop-Modus spielen. Da suche ich noch jemanden, der mir dann gerne eine Aufnahme macht. Und das sieht jetzt leicht aus, war am Anfang aber ziemlich schwer. Also man muss hier richtig kämpfen, damit man überlebt. Und man merkt halt, die Waffen werden besser, desto stärker wir werden. So, jetzt haben wir hier wieder Multishot. Den nehme ich drei Pfeile sehr gut. Dann haben wir aber noch einen Stone Skin. Das heißt, wir haben ein bisschen... mehr Widerstandskraft, 10% weniger Damage und hier haben wir wieder 10% mehr Lebensenergie. So, Bogen aufleveln, mehr auf Angriff gehen. Schauen, wie weit wir kommen heute. Boah, das ist wirklich richtig gut. Geil, das gefällt mir. So, ich glaube, ab Level 5 können wir dann die kleinen Kerle freischalten. Ich fand den Endboss eben so schwierig. Mal schauen, ob ich auch dahin komme. So, das ist so ein Boomer, der explodiert. Ah, die sind fies. Diese kleinen Spinnen, die greifen einen an und da muss man die abschütteln. Aktuell geht's ganz gut. There is no harm in inviting one of them. So, ich habe hier, den habe ich schon genommen, den habe ich schon genommen, den habe ich noch gar nicht genommen. Das heißt, ich werde den jetzt mal nehmen, den kleinen Merlin hier. Die tanzen so schön und unterstützen einen dann natürlich auch. Also am Anfang ist es viel besser, wenn man dann den Heilungs-Merlin nimmt. Aber jetzt mit der Ausrüstung könnte man eventuell auch so schaffen. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir den ein bisschen beschützen. Dass der von weitem ein bisschen attackieren kann.
wird mir langsam zu viel hier mit euch. So, und der sammelt für uns auch ein. Alles gut bei dir? Jackie Gingerpaw. Du musst ein bisschen mehr angreifen, okay, kleiner Mann? Ja. Oh, wir kommen höher. Grafik ist auch echt gut, muss ich sagen. Da gibt's nichts zu meckern. Wir greifen natürlich auch immer erst unsere kleinen Helfer an, was ich dann nicht so gut finde. Die müssen ein bisschen besser im Wechsel sein, dass wir auch angegriffen werden. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Upgrades zum Sammeln. Was haben wir hier jetzt? Armor Piercer, 50% Increased Damage to Boss Armor. Das ist gut. Das nehmen wir. Ich hatte eben das Gefühl, dass ich kaum Schaden mache. Und mit dem Upgrade können wir natürlich einiges mehr ausrichten. So Leute, wir sind alleine, unser kleiner Helfer ist schon am Ende. Na komm. Stage 8. Prozent ist natürlich gut. Jetzt kommt er schon. Oh Gott, wir kommen nicht weg. Ja.
So, ich glaube, jetzt können wir uns einmal wiederbeleben. Danke. Keine Chance. Also gegen den ist noch nichts zu machen. So, wir haben auf jeden Fall wieder was gesammelt, damit wir unsere Waffen upgraden können. Leo Furbalz. Hi. Dritter Platz. Immerhin. So. So you think you can forge a weapon? Was haben wir denn hier? Survivors. Wirkel. Unsere hat schon 90. Den würde ich fast... ja, da würde ich sagen, den graden wir auf jeden Fall ab. Hat der 90. Das Schwert könnte man eventuell auch noch mal. Vielleicht merkt man dann auch mal eine große Steigerung. Da müssen wir uns auch schon wieder was craften, was sammeln. So, jetzt probieren wir mal Challenge. Ob ich da eine Chance habe. Möchte natürlich euch auch das hier zeigen. Now, show me the shots. Ich finde, die Bewegung könnte ein bisschen schneller sein. Dass der Charakter sich ein bisschen besser bewegt. Flammenschwert. Level 2, Iceblade. Flammenschwert hört sich gar nicht schlecht an, ne? Komm. So. Können auch mal ein bisschen mit dem Schwert kämpfen. Komm. Noch easy, aber es kann auch ganz schnell anders aussehen. Ich finde es cool, dass man sich hier wirklich aussuchen kann, wie man am liebsten spielen möchte. Dash Count. Stone Skin Multishot. Komm, Multishot war gut. Auch wenn es gerade gegen den Endboss nicht gereicht hat. Aber gegen die anderen ist es schon sehr gut. Im Koop kann ich mir gut vorstellen, dass dann einer sich wirklich spezialisiert auf Bogen und der andere dann wirklich nur mit Schwert spielt.
kann da richtig schön. So, der Loot ist auf jeden Fall da. Den Fliegenden auf jeden Fall als erstes killen, denn ja, mit seinen Schüssen. Ja, der Boomer ist natürlich auch gefährlich. Den sollte man definitiv immer nur mit Pfeilen und Bogen angreifen. Wir können auch verschiedene Sachen einstellen. Wir gehen nachher mal in die Einstellung und schauen mal die Zielhilfe und sowas. Ich glaube, das kann man alles hier aktivieren. Da kommt er dann nochmal an. So, ich würde fast sagen, dass wir den Medic nehmen. Das bringt echt was. Hey Louis! Jetzt greift er mich auch mal an. Anstatt den armen Louis. Was wir hier für Sachen alles einsammeln können. Summon Bolt Arrows, Stoneskin. Was auch immer das ist, werden wir gleich sehen. Ah, guck mal hier. Okay, die machen jetzt um einiges mehr Schaden. Ja.
Hast du gesehen, der hat mich gerade geheilt? Dann ist natürlich Gold wert, ne? Den Kleinen muss man am Leben halten. Hi. Könntest du dich auch mal selber heilen, Junge? Das wäre echt gut. Ja, ja. Ein scheiß Schutzschild, das ist echt übel. Komm! Komm! Ich bin gerade nichts abgenommen. Jetzt krieg ich einen Revive vielleicht. Maybe. Komm, Sephiroth. Thanks. Er ist einfach noch zu stark für mich. Aber läuft schon mal ganz gut, muss ich sagen. So. Let's see what you got. Was haben wir denn hier? Wir können hier auch Sachen verkaufen. So, die würde ich nicht verkaufen, aber die anderen verkaufen jetzt einfach alle mal. Hi. Wir könnten Sachen kaufen auch. Level 8.
50.000. Also da müssen wir jetzt natürlich hinkommen und uns erstmal auch was erarbeiten. Wir gucken nochmal, wie hoch wir jetzt noch aufleveln können. So you think you can forge a weapon? Also reicht aktuell. Jetzt haben wir das Schwert schon mal. Kann nicht mehr upgraded werden, das auch nicht. Wir sind hier am maximalen Limit. Da muss man jetzt wirklich andere Waffen haben. Vielleicht das hier. Mal gucken, aber. Das ist noch im Bereich, wo wir sagen, okay, das können wir zahlen. Und jetzt sind wir bei 105. Der hat jetzt erst 125. Ich glaube, wenn der voll aufgelevelt ist, dann bringt das schon was. Kostet natürlich auch dementsprechend. So eine Ansicht, wo das hingeht, wäre nicht schlecht. Maximal. Da geht das auch jetzt auf 125, ich glaube schon. Ja, also das wirklich maximal, vielleicht bei diesen silbernen Waffen? Ich weiß es nicht. Ne, wir können jetzt noch eine Stufe, haben aber zu wenig Geld für. So, das möchte ich auf jeden Fall drin haben. Sortierung neu. Let's see what you got. Okay. Eine Runde machen wir noch. Eine Runde noch. Schwierigere Level. War eigentlich ganz gut, fand ich. Nice smell of fresh soul. Fight. My flesh shall not betray. Piercing Armor, others can pierce enemies. Also das sind mal geile Sachen. Gekauft. Da wir ja sowieso. Also da ich ja ein bisschen eher der Bogen-Fan hier bin. Kann man gleich noch den Dreierschuss dann kriegen. Wo wir den gepierst haben, sehe ich das noch nicht, aber mal schauen. Dann mach schon viel schneller aufs Schwert wechseln müssen. Was nehmen wir denn gleich für einen Merlin? Vampire's Will. Recover HP when enemy. Oh ja. Das gefällt mir. Vampire's Will. Dann ist ein Vampir hier. Thank you.
Ja, das ist natürlich ein bisschen besser. Aber aktuell haben wir den noch nicht, ne? Bei den Gegnern müsst ihr mal seitlich laufen, dann erwischen die eigentlich nicht mit dem. Immer in Bewegung bleiben. Die Kugel ist ziemlich langsam. Ich glaube, wenn jetzt Merlin gleich kommt, werde ich mir aussuchen, dass ich den Schwertkämpfer habe. Schwertkämpfer. Vielleicht kriegen wir so den Endgegner. Wir rocken das. Du mit der Axt, ich mit dem Bogen. Yes. Ja, ist wohl nicht so wirklich. Bisher gefällt mir der Medizinkugel am besten. Das kann ich froh, da der Kopf ist. Einfach mal oben drauf schießen. So, kann ich jetzt Sachen, die ich gefunden habe, schon drauf wechseln? Ja, könnte ich. Aber würde nichts bringen, weil unsere aufgelevelten viel besser sind. Hier sehen wir mal alles, was wir so gesammelt haben an Skills. Hi. Weg, kleiner Leo. Der Dreierschuss fehlt mir sehr. Maschinengewehr!
Ich denke, ich weiß. Dash Count. So ein bisschen mehr dashen können, das ist bei den Endboss nicht unwichtig. Weg, Leo, weg. Jetzt sind wir fast oben. Und der ist fast tot, das ist blöd. Ich dachte, der kann mich ein bisschen unterstützen gegen den Endboss. Und? Okay. Ich hab jetzt... Ah, ist ja weit, ne? Schaffe ich niemals mit der Ausrüstung. Wenn der Leo ein bisschen ausgehalten hätte. Jetzt ist er wieder in Abwehrhaltung. In der Abwehrhaltung kriegt man nicht das Schild runter. Okay, jetzt habe ich einen kleinen Taktik. Warten, bis er angreift. Und dann auf den draufballern. Zu wenig geschossen gerade. Ein Dreierschuss wäre echt geil. Dauert jetzt.
Okay. Boah. Echt aufwendig. Nee, das schafft man nicht. Den legen wir definitiv. Das Dash ist hier überlebenswichtig. Ich brauche ein bisschen Energie. Ich habe nur noch 2,2%. Alter. Yeah.
Scheiße! Danke! Wir kriegen noch eine Chance. Wie geil ist das denn? Legolas wäre stolz auf mich. Verrecke! Ich muss mal kurz woanders hin, so. Was kann ich jetzt hier machen? Also den Kristall kann ich jetzt hier nicht rein. Ich kann den nicht mehr wiederholen. Naja. Geschafft. Good. You're here. My children are starving. Jetzt geht es richtig los. Die werde ich auf jeden Fall nicht besiegen. Try blocking. Also das Game bietet mehr als ich dachte. Immer wenn es gelb wird, muss man... Schon hart. Ach. Ach. I must protect my children. Fiese Mathilda, ey. You will die slow and painfully. Okay. Also, die hätten wir besiegen müssen. War nicht so
Aber auch jetzt, das Spiel war nicht umsonst. Wir werden wieder besser. Wir sind auf dem zweiten Platz. Hat sich doch gelohnt. Und wir könnten jetzt hier mit dem Geld, was haben wir denn jetzt hier? Mit den ganzen Waffen, die wir jetzt so jetzt schon ohne auf Level 58 haben, die könnten wir jetzt natürlich noch höher bringen. Und so weiter und so fort. Wir haben wieder ein bisschen Geld gesammelt. Aber ich würd fast sagen, dass man so viel Geld sammelt, dass man hier erstmal ja, was Gutes kauft, ja, was man sich leisten kann. Und wenn man einmal hier ist, dann wird es wahrscheinlich umso einfacher, auch bei den Endkämpfen. Ja, Leute, das war Darksport und ich muss sagen, mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich werde es definitiv im Koop mal spielen. Wenn einer von euch Bock hat, meldet sich doch bei mir einfach, entweder im Discord oder auf Facebook. Könnt ihr mir auch gerne unter den Kommentare schreiben und ja, vielleicht können wir dann mal Koop zocken. Würde mir auf jeden Fall gefallen. Ich würde es natürlich dann auch gerne aufnehmen. Dann solltet ihr nichts dagegen haben. Ja, also das Game kostet 24,99. Ich weiß nicht, wie lange man jetzt Spaß hat, die Waffen aufzuleveln. Was dann auch kommt, es können ja gewisse Sachen noch freigeschaltet werden. Arenen und auch Endkämpfe und so weiter. Von daher bietet das Spiel natürlich eine gewisse Spieldauer. Wie hoch das dann ist, der Spielspaß, kann ich aktuell noch nicht sagen. Mir hat es Spaß gemacht, sonst hätte ich jetzt auch nicht so lange gespielt. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 2 Spielstunden. Macht echt Bock. Und ja, aktuell kriegt es von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuschauen. Dann ja, gerne ein Like raus. Abo-Button wäre echt nice, wenn ihr mir jetzt ein Abo geben würdet, damit ihr mich unterstützt, meine Arbeit unterstützt. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.